Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Februar in 2023 für den Aszendenten Jungfrau. Bevor wir loslegen, zwei wichtige Informationen. Zum einen hast du nur noch bis Ende Januar die Gelegenheit, dir deine Sterne für 2023 erstellen zu lassen. Nur bis dahin werden noch die restlichen Exemplare angeboten und dann wird dieses Spezialhoroskop ja vom Markt genommen werden. Des Weiteren macht es natürlich Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall, dann findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung mehr Informationen, wie du dir den Aszendenten berechnen kannst und du findest auch einen Link mit Informationen zu deinen Sternen für 2023, sofern du dir dein Exemplar sichern möchtest. Gut, dann lass uns loslegen. Wir beginnen mit dem Mondknoten Ketu. Der steht bei dir im dritten Haus. Beim dritten Haus geht es um deine Fertigkeiten, um deine Hobbys, um deine privaten Interessen. Und der Ketu möchte in diesen Bereichen etwas abschließen, möchte etwas zu einem Ende bringen. Das heißt, wenn du in diesen Bereichen offene Projekte hast, dann kannst du die jetzt gut für dich abschließen. Der Ketu steht aber auch für Spiritualität und Astrologie. So können deine Interessen jetzt auch in diese Bereiche sehr gut hineinfließen. Wir haben den Merkur, das erste Drittel im Februar im fünften Haus, eine sehr gute Zeit, um deine Talente auszudrücken, um kreativ zu sein, um zu investieren. Merkur beschreibt dich auch am zweitbesten als dein Aszendentenherrscher. Und so sind die Lebensgebiete, wo er sich aufhält, auch besonders wichtig für dich in einem Monat. Der Merkur ist dann die restlichen zwei Drittel im sechsten Haus. Jetzt geht es um deine tägliche Arbeit oder auch um die Erfüllung deiner Pflichten. Du kannst in diesen Bereichen effizienter werden. Du kannst dir Pläne machen. Du kannst die Bereiche besser managen wollen. Oder du übernimmst beruflich auch Managementtätigkeiten. Das sechste Haus steht aber auch für Schulden. Also Investitionen in Verbindung mit Schulden können sich zeigen, doch das solltest du dir gut überlegen, denn du hast auch den Saturn darin und du empfindest Schulden sowieso schon als Bürde und Last. So würdest du dir nichts Gutes tun, wenn du dich diesbezüglich noch weiter verschulden würdest. Viel besser wäre es, Pläne zu machen, wie du dich nach und nach, Entschuldigung, wie du dich nach und nach von deinen Schulden befreien kannst. Der Merkur steht auch für Freunde. Das sechste Haus steht für Hindernisse. Es kann auch Auseinandersetzungen mit Freunden geben. Oder der Merkur im sechsten Haus kann auch Rechtsangelegenheiten mit sich bringen. Der Saturn ist schon eine ganze Weile im sechsten Haus. Er bleibt dort noch, ja, bis März. Dann wird er nach einer langen Zeit seine Position verändern. Und so kannst du zwar einerseits hart arbeiten und viel aushalten und dranbleiben. Andererseits ist der Saturn der Verzögerer. Alles geht langsam. Du kannst auch Hindernissen gegenüber dich sehen, die es aus dem Weg zu räumen gilt, auch in Verbindung mit der Arbeit, auch in Verbindung mit Kindern, auch in Verbindung mit Investitionen oder auch in Verbindung mit Gesundheitsthemen. Also auf deine Gesundheit solltest du auch sehr gut achten, solange der Saturn hier am Wirken ist. Und in Verbindung mit Kindern können zusätzliche Pflichten und Bürden auf dich zukommen. Saturn ist stark, du kannst es tragen. Trotzdem, eine Bürde ist immer eine Bürde und wird damit auch als Last empfunden. Wir haben die Sonne, die ersten zwei Drittel im sechsten Haus. Die Sonne und der Saturn mögen sich nicht unbedingt. Die Sonne steht für deine Vitalität. Das sechste Haus steht für Hindernisse, also oder auch für die Gesundheit. Es kann gesundheitliche Themen geben in Verbindung mit deiner Vitalität, in Verbindung mit deinem Immunsystem oder vielleicht auch Mineralmangel.
Das sind alles die Bereiche, welche die Sonne anzeigt. Und so ist es eine Zeit, wo du gut auf dich achten solltest. Wenn du merkst, die Batterien sind leer, mute dir selbst nicht allzu viel zu, sondern lade deine Batterien wieder auf, indem du dich in den Rückzug begibst, indem du ja auf die Bremse trittst ein Stück weit. Die Sonne bringt das 12. Haus mit sich. Das ist das Haus des Rückzugs. Urlaub wäre gut. Wenn du merkst, dass es zu viel ist oder eben, wie gesagt, dich bewusst und aktiv zurücknehmen, wenn du merkst, dass es eben von der Kraft her einfach nicht mehr so gehen sollte. Und dann wirst du dich auch schneller wieder regenerieren. Krankheiten kommen ja auch, weil wir über die Punkte drüber gehen und meinen, es geht schon, es geht schon, es geht schon. Und irgendwann sind die Menschen dann ausgebrannt. Gerade das Zeichen Jungfrau neigt sehr zu Burnout. Und diese Planetenkonstellation mit Sonne und Saturn im sechsten Haus kann das noch einmal intensivieren. Das letzte Drittel haben wir die Sonne im siebten Haus. Die Sonne steht ja auch für deine Inspirationen. Vielleicht bist du inspiriert, selbstständig zu sein, wenn du es noch nicht bist. Oder du möchtest in Verbindung mit Menschen mehr Führung, mehr Verantwortung übernehmen oder auch im Rahmen deiner Beziehung, deiner Partnerschaft, wenn du in einer Beziehung bist. Die Sonne wird dir hier aber auch Opfer abverlangen. Also in der Beziehung wird sie dir auch Opfer abverlangen. Und ansonsten kann es auch sein, dass du im Rahmen deiner Tätigkeit jetzt mehr in der Öffentlichkeit stehst oder mehr mit anderen Menschen zu tun hast. Oder auch Geschäftspartner, wenn du selbstständig bist, können jetzt wichtiger werden. Wir haben die Venus, den Planeten der Liebe, im siebten Haus. Sie ist dort sehr stark im Zeichen Fische. Das ist ein positiver Einfluss auf die Beziehung. Ihr könnt gut, liebevoll, respektvoll miteinander umgehen. Ihr könnt euch auch Gutes gönnen, euch etwas Schönes, ja, gönnen, etwas Gutes tun, je nachdem, was das für euch ist als Paar. Wenn du ein Mann bist und du bist noch nicht in einer Partnerschaft, die Venus zeigt den Planeten der Beziehung an, aber repräsentiert bei einem Mann auch die Partnerin. Und wenn sie so stark ist und das Beziehungshaus beeinflusst, dann kann das auch durchaus eine Frau anzeigen, die du kennenlernen kannst. Die Venus steht für alles Schöne, somit auch für Reisen. Das siebte Haus ebenfalls steht auch für Reisen, also auch eine gute Zeit, um zu verreisen. Wir haben die Venus, das letzte Drittel im achten Haus. Bist du in einer Beziehung, dann tun sich hier Schwächen auf, Schwächen, die gesehen und gelöst werden sollten, was dir auch gut gelingen kann, denn wir haben den Jupiter, den Glücksplaneten darin. Du kannst sogar von den Schwächen ein höheres Verständnis bekommen, das mit anderen Augen sehen, aus einer anderen Perspektive betrachten und dann sieht auch manches schon gar nicht mehr so schlimm aus. Wenn du noch nicht in einer Beziehung bist und der Planet der Liebe durchläuft das Haus der Schwäche und der Krisen, ist das jetzt keine so gute Zeit, dass eine Beziehung entstehen kann. Die Venus steht ebenfalls für deine Regenerationsfähigkeit. Solange sie noch im siebten Haus im Zeichen Fische ist, hast du eine gute Regenerationsfähigkeit, was dir auch helfen kann, dich gesundheitlich wieder schneller zu erholen. Wenn sie aber im achten Haus ist, dann ist es nicht so gut um deine, ja, Regenerationsfähigkeit bestellt und deswegen solltest du auch da auf dich achten. Und dir nur so viel zumuten, wie es eben auch geht. Wir haben den Jupiter im achten Haus. Das ist eine gute Zeit, wenn du, ich sag mal, zu einem höheren Verständnis gelangen möchtest über deine Schwächen. Wenn du auch Krisen aus einer höheren Warte betrachten möchtest oder sogar daraus lernen möchtest. Du kannst auch zu Weisheit und zu einem höheren Verständnis gelangen, wenn du forschst, wenn du dich mit Psychologie, Astrologie, Mystik beschäftigst. Das kann auch deinen Glauben vertiefen. Jupiter steht ja für dein Glauben, steht für Spiritualität.
Der Jupiter ist der allgemeine Indikator für Kinder. Also entweder haben Kinder auch gewisse Krisen zu erfahren oder in der Beziehung miteinander tun sich Schwächen auf. Und das gilt auch bei einer Frau für einen Partner. Entweder hat der Partner mit Krisen zu tun oder in der Beziehung mit ihm tun sich gewisse Schwächen auf, die gelöst werden wollen. Der Jupiter regiert bei dir aber das vierte Haus, das ist dein Zuhause. Das achte Haus ist ein Haus der Transformation und so passt zum Beispiel ein Umzug sehr gut in diese Zeit hinein. Im neunten Haus haben wir den Mondknoten Rahu. Der Rahu bringt Unzufriedenheit in den Bereichen, die er beeinflusst, unter anderem in der Ehe oder in einer festen Partnerschaft, die das neunte Haus darstellt. Das neunte Haus steht aber auch für deinen Lebenssinn, für deinen Glauben. Du bist nicht mehr zufrieden mit deinem Glauben. Du weißt auch vielleicht nicht mehr so wirklich, was der Sinn deines Lebens genau ist. Doch genau diese Unzufriedenheit ist dann oft der Motor, dass du genau in den Bereichen, wo es nicht mehr so passt für dich, dich auf die Suche begibst, dass du experimentierst, dass du dich ausprobierst, um hier nach und nach Fortschritte zu erzielen. Wenn du es als deinen Lebenssinn ansiehst, mit dem Ausland etwas zu machen oder im Ausland zu leben oder zu reisen, dann ist das die richtige Zeit dafür, weil der Rahu eben diese Bereiche darstellt. Zum Schluss haben wir noch den Mars. Der Mars ist bei dir im zehnten Haus. Der ist dort schon eine ganze Weile. Außergewöhnlich lange der Mars in einem Zeichen, in einem Haus. Der Mars zeigt deine Energie an, deine Willensstärke, deinen Fokus. Wo investierst du deine Energie in deine Tätigkeit? Also der Beruf steht im Vordergrund. Der Mars regiert bei dir übers dritte Haus. Das ist das Haus der Schwierigkeiten und übers achte Haus. Also das sind die zwei Transformationshäuser. Entweder gibt es größere Veränderungen im Rahmen deiner Tätigkeit, die auch ja zu Frust führen oder zu Auseinandersetzungen, zu Konflikten, oder du selbst investierst deine Energie, um im Beruflichen eine größere Änderung herbeizuführen. Das zehnte Haus steht auch für Autoritäten und auch mit Autoritäten ist es jetzt leichter für dich hier in Auseinandersetzungen zu geraten. Und da ist es dann einfach wichtig, auf welche Art und Weise werden diese ausgetragen. Das sechste Haus ist das Haus der täglichen Arbeit. Dort hast du die meisten Einflüsse im Februar. Das zehnte Haus ist das Haus des Berufs. Und dort sehen wir den Mars, der auch Veränderungen mit sich bringt. Also das Thema Beruf, tägliche Arbeit ist ein großer Bereich, der im Fokus bei dir ist im Februar in 2023. Gut, damit möchte ich es jetzt auch belassen für diesen Monat. Zum Schluss noch einmal der Hinweis, du hast im Januar noch die Gelegenheit, dir deine Sterne für 2023 erstellen zu lassen. Informationen dazu findest du auf der Webseite, die hier oben links eingeblendet ist oder auch unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und vielleicht bis bald.